Eine neue Folge MT5, heute mit einem Spiel Lichtdrachen und Finsterdämonen, die um die Ruinen spielen. Viel Spaß dabei! Ja, hallo zusammen. Wir sehen ein Spiel Dämonen gegen Drachen. Die Dämonen haben den Wurf für den Anfang quasi gewonnen. Das heißt, sie müssen zuerst aufstellen und fangen hier an mit einer 4-3-3 Aufstellung, mit der man schnell nach vorne kommt, mit den Jägern fusionieren kann, aber auch schon hinten Triggerpunkte sammelt, um nachher böse Dinge mit den Besessenen machen zu können. Ich habe in diesem Spiel die Dämonen gespielt, stelle den einen Jäger jetzt nochmal um, um noch ein bisschen mehr Druck auf die Ruine auf der Seite. Der stellt jetzt auf 4 und 6 direkt an seiner Ruine, wodurch er recht schnell die Ruine einmauern kann, wenn er das denn möchte. Ich gehe dann erstmal mit dem Jäger gegenüber der Ruine zwei Felder vor, er geht mit dem Drachen zwei Felder vor. Soweit so unspektakulär. Hier sieht man, die Dreier von den Dämonen sind halt schnell. Das ist schön, um schnell zum Gegner zu kommen. Der Drache von den Drachen oder allgemein die Sechser-Kreaturen haben halt einen Vorteil, dass sie immer mehrere Kreaturen quasi direkt mitnehmen, wie man hier sieht, weil man den direkt in Dreier splitten kann. Und ich bin dann erst mit dem zweiten Jäger noch einen Schritt vorgegangen, um zu verhindern, dass sein Drache noch weiter vorkommt. Er hat dann schon einen Split gemacht, um zwei Dreier zu haben und hier seine Mauer um die Ruine aufbauen zu können und von da aus quasi zu starten. Ich nehme jetzt nochmal meine Triggerpunkte, die ich vergessen hatte, schon anzuhäufen, haben nochmal kurz gezählt, wie viele Züge wir schon hatten, die noch nachjustiert. Gehe jetzt mit dem zweiten Jäger so, dass ich gleich in die Mauer dazwischen kommen kann. Er geht mit dem Drachenkrieger ein zur Seite und ich platziere mich jetzt weiter zwischen die Mauer. Hier ein kleiner Hinweis, die Aufstellung funktioniert noch einen Zug schneller, wenn man mit zwei Dreiern startet. Und da man dann diesen einen Zug, den er hier noch gemacht hatte, mit dem Dreier zur Seite nicht machen muss. Man nimmt sich dann aber halt auch die Option, mit dem Sechser einfach nach vorne zu laufen und nicht zu mauern. Denn wenn man die beiden Dreier vorbewegt, ist man natürlich deutlich langsamer. So, ich habe mal auf Pause gemacht. Was ist während meiner Mauererklärung im Spiel passiert? Da er gesehen hat, dass ich in die Mauer reinkomme, hat er den Dreier zu einem Fünfer aufgewertet, indem er einen Würfel ausgegeben hat, um da eine starke Kreatur gegen meinen Dreier zu haben. Ich habe jetzt allerdings erst einmal seinen Fünfer quasi mit dem Dreier festgepinnt. Das geht gegen die Feuerbasilisken dann ganz gut. Da die sich ja nur diagonal bewegen dürfen, bin ich damit im Dreier nicht in Gefahr, obwohl ich neben einem Fünfer stehe. Und da ich ein Dreier bin, kann er nicht zu einem Sechser aufwerten, da ich ihn dann direkt schlagen könnte. Das heißt, er muss sich jetzt quasi erstmal zwei Felder diagonal nach unten von meinem Dreier wegbewegen, damit er quasi wieder was machen kann oder gefährlich werden kann. Er hat dann seinen Vierer hochbewegt, um seine eigene Ruine etwas zu verteidigen. Wenn wir sehen, gerade bei jeder Ruine ist es so, dass ich in einem Zug da drauf gehen könnte. Ich müsste es dann natürlich so machen, dass ich bei seiner Ruine quasi als letztes hingehe, denn die wird ja vom Feuerbasilisken gedeckt, was ihm aber halt wenig bringt, solange das die letzte Ruine ist, auf die ich gehe, weil dann habe ich schon gewonnen, bevor er mich schlagen kann. Ich fange jetzt auch an, die Ruinen zu besetzen, um Druck auf ihn zu machen, bringe außerdem meine Jäger wieder näher zusammen. Er verhindert jetzt, dass ich da noch näher dran komme, indem er die Mauer dazwischen schiebt. Ich teste hier quasi einmal seine Verteidigung, indem ich versuche, um die Mauer rumzulaufen. Er macht die dann an der Seite wieder zu, wodurch ich aber halt oben mit dem Jäger wieder entkommen könnte, wenn er mit dem Vierer da dran ziehen würde und ich nicht weiter aufwerten möchte, da er ja den Fünfer daneben stehen hat. Das heißt, das Aufwertungsrennen würde ich da zwangsläufig dann verlieren, da ich ja immer nur um 1 aufwerten kann als Dämone, außer halt bei der Besessenen mit dem Zauber. Werte ich jetzt selber erstmal auf eine 4 auf, damit, wenn er mich unter Druck setzt, kann ich halt jetzt noch wegziehen von der Seite. Das macht er jetzt auch mit dem Drachen, aber mit dem Blutmagier kann er mich halt erstmal nicht unter Druck setzen. Genau, dann haue ich auch ab. Er muss jetzt quasi auch irgendwie mich da wieder von seiner Ruine vertreiben, da ich immer noch in zwei Zügen die anderen einnehmen kann. Geht jetzt auch hoch und bedroht mich wieder. Das heißt, ich muss weg links oder rechts und entscheide mich für links mit der Überlegung, dass es da halt einfach mehr Punkte gibt, falls ich da was tausche.
Er zieht jetzt mit dem Drachen auf die Ruine weiter nach. Ich muss wieder zur Seite weggehen. Wäre ich nach oben gegangen, hätte er mich gehabt, indem er nach unten zieht. Jetzt baut er mich mit der Mauer ein, um mich da weiter zu bedrohen. Ich bekomme dadurch aber einen Zug, um mich selbst zu einem Sammler aufzuwerten und dann halt notfalls im nächsten Zug zu einem Dämon. Er mauert mich dann weiter ein, sodass mein Sammler da erstmal recht sinnlos steht. Und auch wenn ich ihn jetzt zu einem Dämon aufwerte, kann ich halt nicht sinnvoll splitten. Deswegen nehme ich mir erstmal die Ruine ein. Das kann nie schaden. Er bedroht jetzt meinen Sammler da unten. Ich werte auf. Er hat ja da auch wenig Platz, um sich Dreier zu machen, denke ich erstmal. Und um seine Mauer zu splitten und mich quasi mit Dreiern zu fangen, müsste er quasi alle Dreier oder alle Seelen in Dreier umwandeln. Und so viel Blutmagie hat er dann auch nicht. Und selbst dann könnte ich noch, da wir so tief in seiner Zone sind, 6 gegen 6 gegen die Dreier tauschen. Genau, er geht jetzt erstmal mit dem Blutmagier vor, um vermutlich bei mir ein bisschen Druck zu machen. Wertet dann auch zu der starken Kreatur des Feuerbasilisken auf. Ich habe selber aufgewertet auf eine Moorhexe, damit ich neue Kreaturen da ins Spiel bekomme. Und auch wenn mein Dämon da jetzt gefangen ist, quasi wieder alle Ruinen bedrohen kann mit Kreaturen. Splitte jetzt entsprechend. Er kommt mit seinem Feuerbasilisken näher. Ich bin aber nicht in Sorge, denn ich stehe hier schön auf den Feldern, die gerade nicht vom Feuerbasilisken angegriffen werden können. Genau, er geht aber, was man hier sieht, schnell, können die sich halt diagonal bewegen. Dafür bräuchten halt andere Kreaturen jeweils 2 Felder, so schnell wie er hier zu meiner Moorhexe gekommen ist. Das hatte ich nicht ganz so eingerechnet, habe deswegen erstmal Dreier gemacht, mir da 2 Stück, die ja zusammen wieder sehr stark sind, und mache mir jetzt eine Moorhexe, um meine ganzen Triggerpunkte nicht zu verlieren, wenn er mich da unten bedroht. Das passiert jetzt auch genau, ich kann aber zu einem Fünfer aufwerten. Das heißt, die Gefahr ist erstmal gebannt und er zieht wieder zurück, steht jetzt zwischen den bei der mittleren und meiner Ruine. Ich überlege jetzt erstmal, was mein Plan weiter sein könnte im weiteren Vorgehen. Mache jetzt hier, denke ich, den entscheidenden Zug, indem ich den Dreier neben die Ruine stelle, denn hier wird ein Problem bei den Drachen sichtbar. Man braucht mit denen quasi 2 Feuerbasilisken, da ein Feuerbasilisk halt nur die Hälfte des Spielfelds abgehen kann, quasi, der ja immer nur diagonal gehen kann. Und dadurch tut man sich, wenn man nur eine Fünferkreatur, also nur ein Feuerbasilisken hat, sehr schwer gegen Dreier. Denn man kann die nicht, wenn ein Dreier in der Nähe ist, nicht zu Drachen aufwerten, beziehungsweise hier sieht man jetzt halt, dass ich die Ruine quasi blockiere, weil sein Sechser hat, also kann ich auf die Ruine gehen, da ich ihn dann schlagen kann und kann sich aber auch nicht splitten, da er quasi da in der Ecke eingeengt ist und sein Feuerbasilisk kann dagegen nichts machen, weil ich halt genau auf dem Feld stehe, wo er nicht hin kann und in der Situation jetzt ist halt für ihn nicht machbar, einen zweiten Feuerbasilisken zu bekommen, denn seinen Lichtdrachen, man kann ja nicht wieder zurück. Das wäre noch eine coole, gerade für die Drachen eine coole Option, geht aber nicht. Und genau, er hat auch sonst nur die Einser-Kreaturen, die halt von meinem Finsterdämon alle abgedeckt sind, die er nicht aufwerten darf. Das heißt, er bräuchte jetzt enorm viele Züge, um irgendwie den Dreier da zu bedrohen. Und das ist was man in seinen Spielplan quasi bei den Drachen einplanen muss, dass man versucht, irgendwie auf 2 Feuerbasilisken zu kommen, gerade wenn man mit so wenig Figuren auf dem Spielfeld spielt, um halt alle Felder bedrohen zu können. Ich gehe jetzt mit der Moorhexe Richtung mittlere Ruine. Er zieht drauf mit dem Basilisken. Ich bin jetzt bedroht, stelle mich erstmal daneben, denn ich weiß wieder, hier bin ich sicher. Genau, bis er sich aufwertet. Das macht er dann auch. Das heißt, ich muss erst einmal wieder da weg, aber habe jetzt ihn mehr oder weniger dazu gezwungen, dass er seine Fünferkreatur aufgibt, die mir halt eigentlich bei meinen Vierern und Dreiern mehr Probleme bereiten kann. Genau. Und er hat auch keinen Blutmagier, um sich besonders schnell wieder einzuholen. Hat jetzt meine Moorhexe erstmal bedroht. Ich kann sie durch ein Wicht schützen. Und hier sieht man ein Problem an dem Split, wenn man keinen Blutmagier hinten dran hat. Kann halt eine größere Kreatur direkt dazwischen ziehen und die bedroht dann beide und man kann nur einen wegziehen oder aufwerten. Und so schnappe ich mir jetzt schon mal 3 Punkte.
durch, ich würde sagen, quasi den klassischen Dice War Move. Man bedroht mit einer stärkeren Kreatur zwei geringere Kreaturen und dann kann nur eine wegziehen. Und genau, das ist, glaube ich, so eine der Grundtaktiken, die bei jedem Volk quasi funktionieren. Er kann sich dadurch jetzt aber wieder einen Feuerbasilisken machen. Ich werte selber auf zu einem Sammler, der ja auch bei den Dämonen die Fünferkreatur sehr stark ist und zum Beispiel mit den Wichten dann Druck machen kann. Er stellt sich hier erst einmal dazwischen. Ich überlege jetzt, ob er mir da wirklich gefährlich werden kann, denn mit seinem Fünfer kann er erstmal meinem Fünfer nichts anhaben, könnte sich aber zum Sechser machen, aber dann kann ich den Wicht auch einfach wegziehen oder wieder einsammeln. Deswegen entscheide ich mich jetzt erstmal dafür, hier Richtung Ruine hinzugehen und die zu bedrohen. Auch wenn ich dann quasi in der Situation bin, die ich eben beschrieben habe, denn wenn er jetzt aufwertet, genau, bedroht er wieder zwei niedrigere Kreaturen, aber weil ich halt schon auf der Ruine stehe, wenn er sich hier die Punkte noch mitnimmt, die drei, kann ich dann auf die Ruine ziehen. Und hier sieht man, das Decken bringt dann eben nichts mehr, denn ich habe schon alle drei Ruinen und gewonnen. Ja, das war ein relativ schnelles Spiel. Dämonen gegen Lichtdrachen. Was man hier gesehen hat, ist die Mauerstrategie am Anfang, um die Ruine quasi abzuschließen, hat nicht funktioniert. Aber auch nur, weil der Dämonenspieler extrem schnell dazwischen gegangen ist. Mit den Dreiern gegen andere kann man halt dann die Ruine quasi zuschließen, sich dahinter einen Blutmagier machen und dann mit der einen von den sechs Seelen, die man halt für diese Fünfermauer um die Ruine rum braucht, erstmal aufwerten auf den Zweier, auf den Fünfer und damit was machen und sich dann quasi auch wieder mehr Kreaturen durch den Split reinbringen, auf zwei Feuerbasilisken vielleicht kommen und hat hinten seinen Blutmagier sicher stehen. Nochmal der kleine Hinweis, wenn man mit 4-3-3 startet, kann man das um einen Zug schneller hinbekommen. Ist dann aber natürlich auch auf diese Strategie schon recht stark eingeschränkt, beziehungsweise recht langsam, wenn man dann doch auf eine andere Strategie geht. Man kann ja auch mit dem Blutmagier die beiden Dreier dann in zwei Zügen zu Fünfern aufwerten, aber die starten dann halt komplett hinten auf dem Spielfeld. Und dann ist der Gegner vermutlich schon recht weit vorne, wenn man selber mit dem Feuerbasilisken dann vorgezogen ist. Mich würde jetzt natürlich interessieren, was haltet ihr von dieser Strategie? Habt ihr das auch selber schon mal ausprobiert? Und wenn ihr zu diesem Spiel noch andere alternative Züge seht, könnt ihr die natürlich auch kommentieren. Hauptsächlich natürlich für die Drachen, da die jetzt verloren haben. Wenn ihr denkt, hier an der Stelle hätte man es anders machen können, da hätte man Punkte einstreichen können und vielleicht noch gewinnen oder das Spiel noch etwas offener halten, dann kommentiert das einfach und dann können wir da ein alternatives Zugvideo draus machen und hier verlinken. Wenn euch das so interessiert, dann kommt bei uns auf den Discord-Server. Wie ihr da hinkommt, seht ihr in der Playlist zum Start mit Dice War, die jetzt gleich am Ende des Videos verlinkt ist. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß